dann wieder willkommen zurück an Bord des amerikanischen High-End Spaßbusses. Genau, auch bei mir willkommen zurück. Ich habe ein bisschen später die Aufnahme gestartet, aber das ist ja kein Problem. Ja, das hat was mit Professionalität zu tun, ne? Ja. So, wir fahren auch direkt weiter. Ach so, ist grün und ich stehe immer noch, ey. Was ist das denn, welche Haltestelle du bist? Das kann ich doch nicht sagen. Der zeigt mir die ganze Zeit an. Ah, es gibt ja tatsächlich einen richtigen Fahrplan, wa? Ja, stell jetzt mal. Nee, ich bin jetzt bei State Harrison Congress. State Harrison Congress. Wo ist denn das? Hallo. State Bitte, frag das nicht. So eine Großstadt sieht für mich an jeder Ecke gleich aus. Warst du schon mal den ganzen Namen? Ich bin bei... Oh, ich bin da auch gerade. Wo bist du jetzt? Bei State Harrison Congress. Da fahre ich jetzt gerade hin. Da ist so... Wird dir das angezeigt als nächste Haltestelle? Ja. Ja, ich bin jetzt nämlich wieder losgerast. Ich sag dir auch, wenn ich da halte. Ja, ich lasse mir ein bisschen Zeit, weil mein Fahrplan sagt noch minus 0,9. Ja, ich habe 11,7 Minuten Verspätung. Ich kann dir aber auch ein bisschen vorstellen. Weil der denkt die ganze Zeit, ich wäre noch nicht bei der ersten angefahren, weil ich habe den Fahrplan neu starten müssen, um herauszufinden. Ich starte den auch nochmal neu und gib dann an, dass du bei Harrison Congress als erstes fällst. Weißt du was? Das wird ein aktuellen. Das ist eine ganz schön gute Idee, wa? Genau, richtig. Warte mal, mache ich direkt mal. Sonst hast du immer mehr Verspätungen, das geht alles in deiner Akte. Pass mal auf. Na gut, du hast ja eh keine pünktliche Haltestelle eigentlich in deiner Akte. Hallo. Außer vielleicht die Anfangshaltestellen, ma? So, warte mal. Roosevelt. Rosenwelt? Ach Mann! State in Harrison. Wie hieß die letzte Haltestelle von gerade? Ja, State in Harrison. Aber du musst dann zur nächsten, wenn du da schon abgefahren bist. State in Harrison and was noch? Nimm die danach. State and Paul, wo ist das denn, ey? Meine Fresse. State Harrison in Congress war. Genau, jetzt habe ich minus 1,1 Minuten. Ah, ich habe minus 0,7. Bist du echt stolz auf dich? Ich auch. Ja. Ich auch. Ich auch. Das ist eine Antwort. Ja, Alter. Warum fahre ich nicht? Also warum fährt der Bus nicht? Das ist wie wenn ich die Frage, wie alt bist du, und deine Antwort ist 87. hallo. Ja, wieso? Das ist doch realistisch, oder nicht? Also das wäre, wenn du dann das Alter sagen würdest, statt deinem Namen. Also bei mir zum Beispiel würde ich dann 87 sagen müssen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Wie? Was? Oh oh, ich mag die Ampel nicht. Die Ampel sind ja eher später als die alte Linie. Ja, die Ampel ist generell immer eine ganz, ganz schlechte Sache. Ja, auch in Deutschland. Weißt du, Ampeln kosten nur Strom, gehen einem den ganzen Tag auf den Sack. Ja, wir müssen das wie in Spanien lösen, mit Kreisverkehr. Oder wie in Griechenland, einfach die Sagen Ampel wir so, es ist natürlich klar, warum es Ampeln gibt. Aber ich finde, man kann so viele damit lösen, indem man einfach mit Kreisverkehr hinklatscht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Kreisverkehr macht A, viel mehr Spaß zu fahren und B... Ja gut, den Gelenkbus nicht unbedingt, ne? Auch dort gerade damit. Ja, ich bin, kennst ja. du, ich weiß ja nicht, kennst du die Map Duisburg aus Omsi 1 Zeiten? Duisburg, weiß ja nicht. Die Map, ich denke, du hast alle meine Videos geguckt. Ja, natürlich, aber ich kenne die auch jetzt nicht mehr. Ja. Das sagen sie dann alle. Nee, aber ich kenne die Mac Gladbeck und die hat auf jeden Fall viele Kreisverkehr. Mac Gladbeck? Was hast Gladbeck. Du für einen Burger? Gladbeck. Ich die hat auch irgendwie 14 Linien oder 15 Linien. Also ich habe entweder McClatt weg ja, verstanden ist jetzt gut, und Mac dann McClappbett. McClappbett. Oder Ach, mein, bin. Ich hätte gedacht, vielleicht meinst du mein Klappbett oder so, aber hallo. So, wie viel minus, wo bist du denn gerade? 1,9. 1,8 Minuten Verfrühung habe ich. 1,0. Wo bist du denn gerade? Roosevelt and State. Bist du eigentlich Roosevelt? Ich Roosevelt bin State Roosevelt. And 11. Wo ist das denn? Ist das jetzt weiter? Weil das hat denn hier eine amerikanische Street. Karre. Ach, das ist ein Crown Victoria, der sah von vorne so ein bisschen komisch aus. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die meisten Fahrzeuge, die rum sind, hier rumfahren, alle Fords sind? Da habe ich noch gar nicht so richtig drauf geachtet. Bis auf diesen einen Minivan, der ist glaube ich von, was ist das? Ist wohl Schleichwerbung. Das schleicht sich nämlich an. Aber sowas von. Hey. Wenn du die Taste drückst, also beim. Du hast doch wahrscheinlich genau das so ähnlich wie ich gemacht. Dass bei dir die Taste ganz links von diesen vier roten Tasten.
Dass hier bei dir die Haltestellenbremse ist, ne? Nein, das ist bei mir in diesem Fall Tür 1. Die ist ja rot. Ach, ich lass hasse mich raten, du hast ganz Ampel. Du hast ganz rechts die Haltestellenbremse. Nee, an der dritten Stelle. Tür 1 ist links, Tür 2 ist daneben und Tür rechts ist daneben. Weiß ich nicht, was ganz rechts? Ganz rechts ist Escape. Ich habe bei mir ganz rechts die Warndinganlage gemacht. Ja, die ich ganz rechts habe ich eigentlich gar nicht belegt, aber das ist irgendwie automatisch Escape. Ja, nee, also was ich sagen wollte, bei mir ist das so, wenn du die Haltestellen-Taste betätigst, wo du normalerweise bei den anderen Bussen die Haltestellenbremse mit betätigst, da gehen bei mir immer alle Türen gleichzeitig auf, sowohl vorne als auch hinten. Das heißt, du musst dich eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Ja, wie soll das denn? Ich weiß auch nicht, bei mir ist das auch nicht immer so, irgendwie letztes Mal ging es so. Ach so, das ist dann wohl Tür-Freigabe. Ich denke mal für beide und irgendwie vorne geht, denke ich mal, eh immer auf und hinten wahrscheinlich, weil jemand gedrückt hat oder irgendwie so. Ja, ja, Türfreigabe. Also, weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr in meinem Alter. Aber ich verstehe auch nie Busfahrer. Hier in Hamburg haben wir das sehr oft. Anstatt die einfach alle drei Türen aufmachen. Nein, die machen einfach erste Tür auf und die anderen machen die einfach Türfreigabe. Ich, warum? Können die auch die Türen aufmachen? Man muss, das ist natürlich eine Arbeitserleichterung. Und dann schreien die meisten sogar noch, könnt ihr mal die Tür aufmachen? Nur weil die zu blöd sind, auf den Knopf zu drücken. Das war übrigens gerade sehr gut imitiert. Ich weiß. Ich bin eine Ich bin ja einmal mit einem diversen Busunternehmen, dessen Namen ich jetzt wieder nicht annennen, genau. Also schlechteste aller Zeiten annennen. Bitte was? Also die HVV ist ja gut. Ein Busunternehmen, was bei mir hier so unterwegs ist, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte an dieser Stelle. KVL! Stimmt doch gar nicht. Ich hab Husten. Ja, ich auch. Da ist der Bus einmal liegen geblieben auf der Landstraße. Erst hört man dieses, so ein Piepen ganz laut. Nee, erst ging der Motor aus, immer langsamer. Dann kam ein ganz lautes Piepen und das ist so ein Bus gewesen, so ein Line City, aber man hatte natürlich damals, als man den Gebrauch gekauft hatte, drauf geachtet, dass man ruhig annimmt, wo dieses grüne Display gar nicht mehr geht, ne? Da spart man nämlich eine ganze Menge Geld. Und zwar wurde noch nicht mal angezeigt, was das Problem ist. Und wir standen dann da, genau vor dem Betriebshof sind wir liegen geblieben. Und dann meinte der Busfahrer, er würde mal schnell rübergehen und einen neuen Bus holen. Ein Bus? Ein Bus, ja. Du hast gerade gesagt, und einen neuen Bus. Ja. Ja, kommt da noch was holen? Dann kommt da der Busfahrer und meint einen neuen Bus. Habe ich nicht gesagt, und ich hole einen neuen Bus? Nein. Habe ich das nicht? Weißt du, ich traue mir alles zu, weißt du, da muss ich mal ganz vorsichtig mit sein. Ja. Wo bist du denn? Oh, ich habe minus 5,2 Minuten Verfrühung. Ich habe 3,9. Ich bin aber irgendwie jetzt so, glaube ich. Ich hasse diese Ampeln! Die sind immer ganz hinten in der Walachei, wo du die nie siehst. Voll kann ich direkt nochmal abhängen. Da, so, jetzt sehe ich die Ampel, mein Gott. So. Guck dir das an. Wie heißt das? Ja. Campus, an der brauche ich gar nicht blinken, eigentlich. Das ist eindeutig eine Spur. Ich bin beim Field Museum. Warum fährt der Bus? Oh nein, nicht nur ein Trollengang, Jesus Maria. Und wie sie alle heißen. Ja, du weißt aber, dass hier Speedlimit 20 ist, ne? Ist das so? Hier steht doch da. Cool, ach, Nico. Drauf. Aber das Wetter hier ist übrigens so eingestellt, dass es aussieht, als ob es kurz davor ist zu regnen. Ja, aber gut, hier, 20 entspricht ja etwa 50. Meilen. Ja, entspricht 50 km/h. Nee, bei mir war gerade 20, entspricht ungefähr 30. Ist das so? Bei eurem Truck ist das immer rund 20, 30 km/h. Eigentlich müsste das ja das gleiche sein, ist der Gag. Warte mal, ich guck mal hier drauf, das kann man ja schlecht erkennen, ne? Sag mal, haben die keine Halt. Wieso wollen die nicht aussteigen? Irgendwie, die wollen eigentlich mal trotzdem aussteigen, aber irgendwie, ja, die drücken stimmt. Gar nicht. Was ist denn für ein Driss? Ist das so? Bei mir drücken die. Doch will nicht aussteigen, aber der steht direkt vor der Tür, als ob er aussteigen würde. Was ich komisch finde, ist, dass der Gelenkbus nur zwei Türen hat. Ja, bei uns in Hamburg haben die teilweise vier. Ja, ich achte, bin falsch geblinkt, ich Vollidiot. Ja, ich weiß. Busse hier. Die Busse, Gelenkbusse, mit denen ich fahre, die haben eigentlich auch nur drei, keine vier. Ach, die Billigbusse. Nee, aber hier, diese Busse, fahren die eigentlich noch genauso in den USA rum? Wie sie hier sind, oder was? Ja. Ich glaube, ja. Ja, nicht, oder? Zumindest. Dann haben die ziemlich moderne Busse, muss man mal so sagen. Leute, das ist im Prinzip, das ist mir auch generell aufgefallen, in den USA ist es irgendwie generell so, es ist einfach zweckmäßig.
Ja, die leben doch wie in der Steinzeit. Nein, da ist ein Linienbus halt ein Linienbus. Da macht man nicht halt wie in Deutschland, oh, ich fahre einen Mercedes-Benz-Bus, heieiei, sondern irgendwie ist ein Bus und der soll einfach fahren und mehr ist das nicht. Aber es muss auch für Qualität für die Passagiere an. Guck dir mal diese goldvernickelten Eisenblech-Sitze hier an. Da kannst Wobei, du die sind denn echt eigentlich gar nicht so unbequem. Sehen sie aber aus. Ja, ich dachte, die sind auch unbequem, aber wenn man darauf sitzt, das geht eigentlich. Aua, mein Finger. Aua, ich habe gerade mit einem Finger genannt, mit dem Daumen. Ich dachte, du wolltest sagen, mein Arsch. Nee, der nicht, der auch, aber nee. Nee, ich wollte gerade mit einem Finger lenken und dann. Aua. Mit einem Finger und dann hat's ja gedreht. Nee, dann tat's weh. Sei hat du mal doch froh. Zu viel Druck nämlich, gehabt, das Ich habe nämlich einmal hier meinen Kiefer aufs Lenkrad gelegt und bin dann gegen Bordstein gerast mit 80, du Hai. Da hättest du mich fast vom Sitz geschleudert und ich lag hier irgendwie quer. Du hast das ja anders, Ding, ne, die Vibration da. Was habe ich anders eingestellt? Diese Vibration da hast du ja an. Weiß es gar nicht, auf jeden Fall ist sie teilweise recht stark. Ich habe die nicht an, weil irgendwie dieses vollständige Treiber-Update und wie auch immer funktioniert ja bei mir überhaupt nicht. Warum also du musst aufpassen, so wie ich teilweise fahre und wie das vibriert, da musst du schon aufpassen, dass ich nicht die ganzen Festplatten kaputt mache, die auf deinem Tisch stehen. Also da musst du mal. Aber auch damals, als das funktioniert hat, das ging irgendwie nicht. Ging irgendwie nie wirklich. Das Update hat nie wirklich richtig funktioniert. Das ist ziemlich merkwürdig. Aber so funktioniert das auch. Und so reicht mir das auch vollkommen. Du hast das schon gut eingestellt. Ich habe keinen Bock, da nochmal 100 Mal rumzufummeln. Ich weiß, das geht mir auch mal so. Ich mache immer mehr kaputt, als es bringt. Ja, nur ich kann kein City Car Driving spielen, wegen dieser Schaltung. Die brauche ich ja. So, jetzt bin ich da. Auch bei Automatikbussen braucht man die Schaltung. Sonst kann man ja irgendwie gar nicht fahren. Oberfläche trocken. So, weil der Krach hat mich gerade irgendwie genervt und mir ist das gar nicht aufgefallen. Bist du schon da? Ja! Toll, ne? Ich bin bei Solidarity. Wie weit ist denn das entfernt? Guck das mal. Ist eine Haltestelle weiter. Ach, ein Polizeiwagen. Hallo. Es soll ja auch hier parkende, haltende Paketwagen geben. Hast du das schon mal? Genau, das hab ich im Trailer gesehen. Ja, ich auch im Trailer, aber in echt habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Eine Frage. Hat der nicht umgescheiße, schaltet? Lass mich mal kurz sagen, es muss irgendwie um 15.58 Uhr irgendwie so sein. Kann das sein? 15.58 Uhr. Nee, 4. So, Tim, wir haben folgendes Problemchen. Und zwar. Yeah. Wir müssen jetzt die Folge beenden. Und dann wieso? Die geht ja noch 3 Minuten. Ja, gut, nee, 1 Minute 40. Wie hast du denn gestoppt? 50. Ja, genau, 14 Minuten. Und ich habe die 10 Sekunden später gestoppt oder 20 Sekunden später. Nee, ich bin gerade bei genau 27. Und meine Leute, das ist sehr spät. Moment, jetzt mal ganz kurz. Wie wollen wir denn zurückkommen? Kannst du mir das mal verraten? Ich muss dir mal eins sagen. Also, da ich ja morgen noch Schule habe, muss ich auch irgendwann mal schlafen, ne? Ja. Das würde heißen, wir können noch eventuell die Folge beenden und dann noch eine Runde Grundorf machen. Hey, cool. Was das Spektakuläres, aber. Wir brauchen nichts zurück, weil wenn es zeitlich nicht klappt, dann wäre das auch so okay. Ja, gut, dann beenden wir jetzt mal. Folge, ne? Pass auf, dann lass ganz kurz noch mal den Bus in ordentlich. Was habe ich denn schon? Ja, genau. Motor aus, N-Gang, X-Gang. Ach, perfekt. Mann. Ach, aufpassen, ich mach Blink-Gang. Das sonst noch. Gang. Halt, langsam. Gut, bei mir ist alles leer. Du bist zu langsam da drin, ich bin geübt, weil ich mal Grundauf fahre mit ganz vielen verschiedenen Bussen. Um Gottes Willen. So, ich mache mal eins. Ich starte schon mal los. Die Map Grundorf, denn ich will den Leuten nochmal einen Bus zeigen. Der meint das ernst. Hab. Oh Gott, ich glaub's nicht. Oh Gott. die Linie dauert zu lange. Diese Karte ohne Busse laden, bla bla, ist auch egal. Ich zeige euch gleich nochmal einen Bus, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten. Eine Sache muss ich ganz kurz hier loswerden. Und zwar. Du weißt, wie man das Lenkrad verstellt. Wie verstellt? Du weißt, dass man das in der Höhe verstellen kann. In der Höhe, wie in der Höhe. Ja, okay, du weißt es nicht. Da ist nämlich links neben dem Lenkrad ist so ein Hebel. Was war das denn jetzt? Hallo? Okay, die Folge muss jetzt aber wirklich beendet werden. Ciao, Leute. Gut. So Tim sagt tschüss. Ja, so wie das klingt, so ein Alarm wieder. Okay, es leckt. Tim kann nicht tschüss sagen. Ja, gut. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Okay, tschüss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.